Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 und wir hatten in der letzten Folge Ruby Weapon gesehen und ein klein wenig über Gaius erfahren. Meine Güte, zwischen den unter den Galeanen war er wohl ein, ja, recht netter Mensch. Ich finde ihn immer noch ein bisschen, ich meine, es war der Hauptbösewicht aus der Grundstory, neben Nael natürlich. Aber mal gucken, was er zu sagen hat. Man hat mir gesagt, die Galea hätten eine neue Waffe entwickelt, die ich untersuchen soll. Da bin ich gleich gekommen. Aber dich hätte ich hier nicht erwartet. Wir haben uns ja seit Castro Meridianum nicht gesehen, Gaius. Oder nein, du bist ja jetzt der Schattenjäger. Sid? Spar dir das Gerede. Melisandia muss noch im Cockpit der Rubinwaffe sein. Hol sie da raus. Ich schicke Valdelin mit. Er wird dir helfen. Melisandia? Wer soll das sein? Aha, eine seiner Schützlinge war die Pilotin. Ich bin nicht weiter erstaunt. Gaius war bekannt für sein gutes Auge, talentierten Nachwuchs für die Galea ausfindig zu machen und auszubilden. Livia war auch eines seiner dieser weisen Kinder, die er förderte. Und als mein Vater mich für sein Projekt Meteor verlassen hat, war es Gaius, der sich um mich kümmerte. Er war weit mehr als ein Vater für mich als mein eigener. Tja, aber wie du weißt, hat mein Vater mit seinen fehlgeschlagenen Experimenten die Bossia-Zitadelle in die Luft gejagt und mit ihr die ganze Stadt. Ich selbst hatte ihn nicht aufhalten können und Gaius half mir auch nicht. Er hielt damals den Invasionsfeldzug für wichtiger. Das war ein Moment, an dem ich beschloss, dieses tyrannische Reich hinter mir zu lassen. Ich wollte Gaius den Hals umdrehen, wenn ich ihn das nächste Mal treffe. Aber wenn ich ihn jetzt, wenn ich jetzt sein Gesicht sehe, dass er nichts mehr als eine Marionette der Ashians war, wurmt ihn offenbar gewaltig, was? Die Geschichte hat ja einer Menge seiner Soldaten das Leben gekostet. Und jetzt kann er es nicht ertragen, wenn seine ehemaligen Schützlinge draufgehen. Na gut, dann sehe ich mir die Rubinwaffe mal eben mal an. Sag Gaius, dass wir gleich wieder zurück sind. Kommt man ja schon fast Mitleid mit dem Gaius van Belzer. Schau mich nicht so fragend an. Wir müssen erst erfahren, was Sids Untersuchung ergibt. Gaius. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber eins solltest du vielleicht gleich erfahren. Als wir das Cockpit der Rubinwaffe untersuchten, habt ihr Melisandia tot vorgefunden. Los, druck's nicht herum. Ja, aber wie soll ich es beschreiben? Sie war völlig mit dem Kern der Maschine verschmolzen. Du hättest sie vermutlich nicht wiedererkannt. Verschmolzen? Sie haben sie bei lebendigem Leibe in die Maschine eingebaut? Verflucht. Dufte, kannst du uns den Kampf noch mal einmal genau schildern? Großes Viech, mein Schwert, mein Schild, kaputt gemacht. Dass Vandanus Name fiel, habe ich ja auch aus der Ferne gehört. Aber wieso sollte Melisandia sich so nennen? Tja,
Es ist nur eine Vermutung, aber es könnte sein, dass sie den Geist der Pilotin mit Nails Erinnerung überschrieben haben. Nail war eine versierte Kämpferin. Es ist wesentlich effizienter, die Rubinwaffe mit der Kampferfahrung der gefürchteten Silberschwinge zu speisen, als sie von einem x-beliebigen Soldaten selbst steuern zu lassen. Den Geist mit dem mit der Kampferfahrung eines anderen überschreiben. Ist das denn überhaupt möglich? Das ist das Prinzip der Jobkristalle. Kristalle, mit denen man alte Zauber und Techniken auf sich übertragen kann? Von so etwas habe ich schon einmal gehört, aber... Wie genau die Gallia es angestellt haben, muss ich noch näher untersuchen, aber es ist wahrscheinlich, dass es noch weitere ähnliche Experimente gibt. Die Kampferfahrung eines Legatus und die Kräfte eines Primae klingt nach dem sichersten Rezept für den Sieg und den grausamsten. Nehmen wir mal an, die Erinnerungsübertragung ist technisch möglich. Dann bleibt noch immer die Frage, wie sie an Nails Daten gekommen sind. Sie ist doch kurz vor der 7. Katastrophe gefallen. Ich habe da eine Theorie. Gib mir etwas Zeit und ich gehe der Sache nach. Dann nimm Severa mit. Sie kennt sich mit den neuesten Magitech bestens aus. Ich werde mit Valdeolin. Was für ein Name. Ich werde mit Valdeolin die Spur der Rubinwaffe zurückverfolgen. Mit etwas Glück finden wir die Anlage, in der sie entwickelt wurde, und ihre Nachfolgemodelle. Und damit auch Alphonse und die anderen. Wir haben da noch etwas zu klären. Kannst du inzwischen dem General der Befreiungsarmee Bericht erstatten? Sag ihm, dass wir uns melden, sobald wir etwas in Erfahrung bringen. Die Begegnung mit deinen Waisenkindern hat sich ganz schön mitgenommen, was? Du willst doch nicht etwa wieder zum Heer zurück? Ich hoffe, du hast unsere Abmachung nicht vergessen. Denn wenn du davon abweichst, werde ich dich töten, Gaius Belsar. Okay. What the fuck ist denn das für ein Dude? Jetzt bin ich mal echt gespannt. Aber, na, ich würde fast behaupten, das nächste Addon geht ins Galäische Kaiserreich. Und nicht nur das, Gaius van Belsar wird das neue Oberhaupt. Demokratisch bestimmt oder so. Keine Ahnung. Ich habe gehört, dass es dir gelungen ist, die Rubinwaffe zu zerstören. Was für eine riesige Leistung. Ist es überhaupt weiblich? Nö. Egal. Darf ich fragen, wie der Kampf gelaufen ist? War er so gefährlich, wie man sich erzählt? Er war noch viel gefährlicher. Aha, tatsächlich. Dann werde ich das so in den Bericht schreiben. Vielen Dank. Am besten ruhst du dich erstmal gut aus. Wenn sich etwas tut, werden wir dich benachrichtigen. Das klingt doch schon mal aufgezeichnet. Warum hast du Vater nicht die Wahrheit gesagt? Er hätte uns bestimmt geholfen. Vermutlich, ja. Er hat ein gutes Herz und wenn er von dem Plan erfährt, wird er ihn bestimmt verhindern wollen. Aber genau deshalb darf er es nicht erfahren. Wir dürfen die Entwicklung der Waffe nicht stoppen, sonst wäre Melisandias Opfer umsonst gewesen. Selbst wenn wir Vater dadurch unsäglich enttäuschen.
Was denn? Wir bringen es zu Ende und dann entschuldigen wir uns. Er wird schon verstehen. Wenn wir dann noch am Leben sind. Na na, überlass das schön dem nächsten Piloten. In der Saphir-Waffe werde ich die Geschichte beenden, kurz und schmerzlos. Rex, versprich mir nur, dass du heil zurückkehrst. Noch eine Waffe? Ich möchte ja schon fast gar nicht wissen, was da abgehen wird. Aber okay, Garland mit Modellbauer ist genau der, den wir jetzt brauchen. Ah, Düfte! Ich konnte deinen Kampf gegen diese Mega-Waffe aus sicherer Distanz mitverfolgen. Also, dass die Galea doch tatsächlich ein Nachfolgemodell der Ultima-Waffe entwickeln konnten. Als Ingenieur muss ich da den Hut ziehen. Alle Achtung! Ah, wenn du wüsstest, wie aufgeregt ich war, als ich davon erfuhr, doch was verschwende ich meine Zeit und Energie, damit es dir zu erklären zu wollen. Du kannst es gar nicht verstehen. Eine allergische Kampfmaschine steht neu in der Gegenwart auf. Mithilfe neuester Magitech eine verbesserte Version der Ultima-Waffe zu erschaffen. Kannst du dir das vorstellen? Nein, das ist so schrecklich. Das übersteigt jede Vorstellungskraft. Deine wohl erst recht. Ja, schrecklich ist das. Aber auch schrecklich faszinierend. Fass dich kurz. Entschuldigung. Mein Ingenieurseifer ist mit mir durchgegangen. Du musst wissen, ich fertige für die Garland-Metallwerke Miniaturmodelle von allen möglichen Magitech-Kampfmaschinen an. Die Miniatur-Ultima-Waffe und der Miniatur-Magitech-Schnitter gehören zu meinen bekanntesten Kreationen. Auch von der Kampfmaschine, die du in die Knie gezwungen hast, ist ein Modell in kleiner Maßstabsbreite bereits in Planung. Du fragst dich jetzt bestimmt, was denn an einem Modell so faszinierend sein soll. Doch mein nächster Wurf ist weit mehr als einfach nur ein Modell. Ich werde ein allergisches Relikt zu einem Übungskampfsystem umbauen. Übrigens lautet so auch der Name, Übungskampfsystem. Es ist in der Lage, meine Modelle zu scannen und sie in einem virtuellen Kampf gegeneinander antreten zu lassen. Ich weiß zwar nicht, welches technische Prinzip dahinter steckt, aber die Allager schaffen es immer wieder, mich zu verblüffen. Aufregend, nicht wahr? Wenn du dich eine wahre Abenteurerin nennst, dann schlägt in dir ein kämpferisches Herz und das alles kann ich nicht kalt lassen. Komm doch später nochmal vorbei, damit ich dir mein neuestes Modell vorstellen kann, aber nur wenn du Zeit hast, denn die wirst du brauchen. Es gibt so viele interessante Dinge, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Waffen, unerschöpfliche Quellen der Inspiration, lasst euch umarmen, ihr Wunderwerke der Ingenieurkunst. Na los, das Modell Rubinwaffe. Die Rubinwaffe? Aber gerne sofort, eine gute Wahl. Du bist ein echter Kenner, das sehe ich. Ein kleines Momentchen. Bitte sehr. Vor dir steht die neue Miniatur der Rubinwaffe, entworfen und konstruiert von meiner Wenigkeit. Wenn ich dir also kurz die Besonderheiten dieser Figur erläutern darf. Da wären zuallererst einmal die schwer gepanzerten, fast krebsartigen Arme zu nennen, deren messerscharfe Klauen ihre Gestalt flexibel an die Erfordernisse der Situation anpassen können. Wenn ich eine wilde Mutmaßung in den Raum stellen darf, die Waffe muss wohl irgendwo einen Prima-E absorbiert haben, der über eine ähnliche Fähigkeit verfügte, was ja an sich schon kaum zu fassen ist. Ich meine, Assimilation durch Absorption, Wahnsinn. Bemerkenswert ist auch das furchterregende Aussehen des Kopfes. Man könnte fast meinen, dass der Waffe bewusst das Antlitz eines nichtsgesandten Monstrosität gegeben wurde, um ihre Gegner einzuschüchtern. Oder es könnte einfach eine Expression des absorbierten Primae sein. Ist es nicht eine höchst imposante Kreatur? Ihre Grauenhaftigkeit meisterlich und maßstabsgetreu umgesetzt? Wie eine vom Feuer entstellte Schwafellaber, bla bla. Oh, der labert aber auch wirklich eine ganze Menge Kram. Das interessiert mich gar nicht.
Huch, entschuldige, meine Begeisterung lässt mich manchmal etwas redselig werden. Dann werde ich jetzt das Modell vom Übungskampfsystem einscannen lassen, um es gegen ein anderes antreten zu lassen. Bühne frei für den virtuellen Kampf gegen eine von Meisterhand geschaffene Meisterwaffe. Los, los! So, genau das wollte ich nämlich. Rubinfeuer-Trauma endlich freischalten. Damit habe ich nämlich auch nun endlich blub, schwierige Inhalt Ruby Extreme freigeschaltet. Und das bedeutet für mich, dass wir uns jetzt endlich wieder ins magische Wohnviertel bewegen können, um die Main Quest weiterzumachen. So, schnell den Kaffee austrinken. Und dann geht es hier weiter. So, ich fliege mit meinem Motorrad. Brumm. Einmal kurz zu Krile, die hier hinten wahrscheinlich noch auf mich wartet. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich dich hier einfach hab stehen lassen. Bling. Hallo. Du hast dich also entschlossen, in die erste Splitterwelt zurückzukehren. Dann würde ich dich gerne darum bitten, den anderen zwei Dinge mitzuteilen. Zum einen sollten sie wissen, dass Xenos wieder in seinem eigenen Körper steckt und dass er den Kaiser erschlagen hat. Und dann ist da die Bedrohung durch die neue Ultima-Waffe. Und sag ihnen, dass ich alles tue, um ihre Körper hier zu erhalten. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder, Düfte. So, das ist doch mal interessant. Zurück nach Crystarium in die erste Splitterwelt. Ich bin gespannt, was da jetzt auf uns warten wird. Wobei ich sagen muss, wenn ich schon mal hier bin, könnte ich ja auch mitten im Nirgendwo machen. Obwohl, das dauert ein bisschen zu lange. Das hebe ich mir für die nächste Folge auf. Denn die Prequest ist tatsächlich, die geht schon eine ganze Weile. Und generell, also die Eden-Story ist gar nicht so unrelevant. Und das gefällt mir richtig. Das gefällt mir unglaublich. Weil, wenn ich halt eben so überlege, die Bahamut-Quest war ja eher so, ja, wir wollen, wir füllen nochmal diesen Mega-Gaps, den wir haben, von 7 Jahren Story, nochmal ein bisschen mit dem Verbleiben und mit dem Background von Lusoir und so weiter. Und ja, dann kam Alexander und Alexander ist halt eben auch so, ja, die Schalayaner haben hier so etwas entwickelt und das ist irgendwie nicht so cool und ach ja, prügelt da mal gegen, bevor die Goblins das tun. Also ja, ist okay. Dann kommt Omega und Omega ist so, ja, wir haben Mist gebaut, das müssen wir halt eben wieder gerade biegen. Und die Eden-Geschichte schmiegt sich richtig gut hier in diese Hauptquest rein und ist deswegen eigentlich, finde ich, unabdingbar durchzuspielen. Aber und deswegen wäre es jetzt blöd, hier jetzt zu cutten und dann innerhalb der Quest irgendwo zu cutten. Nehmen wir lieber die Main Quest, die zieht sich ja eh das gesamte Spiel. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr Folgen für links und rechts gucken und so weiter. Also, reden wir erstmal mit dem Kristallexarchen. Ah, Dufte, du erscheinst im rechten Augenblick. Wir haben Fortschritte bei unserer Nachforschung gemacht. Bringst du Neuigkeiten? Ja, aber keine guten. Ich verstehe. Es geht um Ereignisse in der Ursprungswelt. Ich schlage vor, wir versammeln alle und tauschen unsere Informationen gemeinsam aus. Ich werde unverzüglich nach Ihnen schicken lassen. Ich bitte um einen Moment Geduld.
Also gut, damit wären wir wieder alle versammelt. Am besten, wir hören uns zunächst an, wie die Dinge in der Ursprungswelt stehen. Eine neu entwickelte Ultima-Waffe. Da ist Gaius Hilfe willkommen, wenn auch etwas überraschend. Und das ist nicht die einzige Überraschung. Ich frage mich, was nun aus Garlemald wird. Die Hauptstadt ist in offenem Aufruhr und mittendrin Xenos, der sich seinen Körper zurückgeholt hat. Mir schwant Übles. Eine höchst brisante Situation, kein Zweifel. Unsere Rückkehr in die Ursprungswelt drängt mehr denn je. Apropos Rückkehr. Wie ihr alle wisst, arbeiten wir an der Entwicklung eines neuen magischen Gefäßes für eure Seelen. Der weiße Aurazit dient dabei als Basis. Mit Uriangés und Beglugs tatkräftiger Hilfe war unsere Arbeit von Erfolg gekrönt. Dank unserer geballt gebündelten Anstrengungen ist es uns gelungen, die ursprünglichen Eigenschaften des Auraziten zu übertreffen. Wir haben das neue Gefäß Wesenskristall getauft. Es erlaubt, mit einem gewissen aufwendigen Aufwand, sowohl Seele als auch Erinnerungen eines Subjekts aufzunehmen. Allerdings? Wir haben doch nun, was wir brauchen. Gibt es ein Problem? Nun ja, wir haben das Gefäß. Was uns jetzt fehlt, ist ein Weg, die Erinnerungen zu übertragen. Aber dafür benötigen wir die einzigartige Gabe des Kristallexarchen. Ich glaube, ich verstehe. Das Blut, das in den Adern des Kristallexarchen fließt, es ist eine Art Katalysator, und dieser fehlt dem Wesenskristall. Ganz recht, Ishtola. Um die Erinnerungen in den Wesenskristall zu übertragen, müssen wir die Gabe der allergischen Kaiserfamilie imitieren. Somit haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir entwickeln eine neue Übertragungsmethode für die Erinnerungen, oder wir finden einen Weg, mein Blut direkt als Katalysator an das Gefäß zu binden. Zu diesem Zweck durchforsten wir gerade die Forschungsergebnisse der alten Erlager, die hier im Turm archiviert wurden. Aber das ist gar nicht so einfach. Allergische Magietheorie ist wie ein Zauber mit 7 Siegeln. Schließlich entstammt sie einer uralten Kultur, die schon lange nicht mehr existiert. Die Materie ist unwahrscheinlich ungeheuerlich kompliziert. Aber es gibt einige Ähnlichkeiten mit meiner eigenen Forschung. Und so werde ich euch meine expertenhafte Expertise gerne weiterhin zur Verfügung stellen. Mir ist bewusst, dass die Zeit drängt. Jetzt mehr denn je. Aber ich werde mein Versprechen halten und einen Weg finden. Ich bitte um noch etwas Geduld. Ich werde euch nicht enttäuschen. Verzeiht die Störung. Lyna, gibt es ein Problem? Nun, also nicht direkt. Ich muss jedoch dringend die Kriegerin der Dunkelheit sprechen. Ich sah sie vorhin den Kristallturm betreten. Wenn du mir auf ein Wort nach draußen folgen würdest. Und ich bitte nochmals um Entschuldigung für die Störung. Warum will sie die Sache nicht hier besprechen? In letzter Zeit benimmt sie sich wirklich sonderbar. Hast du was dagegen, wenn ich dich begleite? Im Moment bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zu warten. Nanu, was hatten die Gude? Bin ja mal gespannt. Das klingt ja irgendwie ziemlich ernst.
vor allem, weil Lina irgendwie, naja, sie waren noch nie wirklich redselig. Aber ey, wer weiß, vielleicht hat sie irgendwas auf dem Herzen. Puh, ein Glück, dass ich mich dir anschließen konnte. Nach dem schier endlosen Gestöber in den staubigen Büchern im Kabinett der Kuriositäten kann ich etwas frische Luft gut gebrauchen. Und wie es scheint, hält Lina mit irgendetwas hinterm Berg. Folgen wir ihr nach draußen und fragen sie, was sie auf dem Herzen hat. Das klingt gut. Ich bin schon unterwegs. I'm following you, my bro. So, wo ist sie denn? Da ist sie. Da ist immer noch eine Instanz, die wir noch nicht gegangen sind. Und danke, dass ihr in meiner Bitte nachgekommen seid. Ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumreden. Die Zeit drängt ein wenig. Im Seenland ist ein streunender Sündenvertilger gesichtet worden. Man hört immer wieder Gerüchte von einzelnen umherwandelnden Sündenvertilgern und das, obwohl die Welt eigentlich vom Licht befreit sein sollte. Dass nun hier einer auftaucht, ist beunruhigend. Sollten wir den anderen nicht lieber auch Bescheid sagen? Ich glaube, das ist nicht notwendig. Meine Späher berichten mir, dass es sich um einen Einzelgänger handelt. Die Stadtwache sollte damit imstande sein, ihn alleine zu erledigen. Aber um sicher zu gehen, hielt ich es für besser, noch einmal auf die Fähigkeiten der Kriegerin der Dunkelheit zu vertrauen. Außerdem glaube ich, dass es der Moral der Truppen zugute käme, noch einmal an deiner Seite zu kämpfen. Zumal nicht alle Soldaten der Stadtwache ihre Feuertaufe erhalten haben und diejenigen, die sich bereits im Kampf bewiesen haben, werden träge. Ein wenig Übung für meine Truppe kommt mir gerade recht. Pff, na gut, okay, komm, machen wir. Dann wäre das ja geklärt. Ich habe einen kleinen Kommandotrupp zusammengestellt. Begeben wir uns zunächst zur Jobfeste. Na, da kommen wir doch schnell hin. Die Jobfeste hat nämlich direkt einen Teleportpunkt. Ach ja, herrlich, endlich wieder Nacht. So, da ist Lina mit Alfino. Warte einen Moment. Ich versammle rasch die Mitglieder unseres kleinen Kommandos, Entschuldigung. Du wirst dich vielleicht nicht erinnern, aber du hattest bereits Gelegenheit, mit allen Mitgliedern dieses Kommandos zusammenzuarbeiten. Sie haben sich freiwillig gemeldet, weil sie unbedingt an der Seite der Kriegerin der Dunkelheit kämpfen wollen. Jeder Einzelne verehrt dich wie eine Heldin. Vielleicht sprichst du kurz mit ihnen. Konversation. Ich wurde beim Angriff der Sündenvertilger auf Ostheils Befehl verwundet und es stand schlecht um mich und meine Kameraden. Ohne dich wäre es um mich geschehen gewesen. Deine Selbstlosigkeit hat mir neue Hoffnung gespendet. Ich wollte dir schon immer danken, aber nun, da ich vor dir stehe, fehlen mir die Worte. Du bist ein großes Vorbild für mich und es wäre mir eine Ehre, an deiner Seite in den Kampf zu ziehen. Auch ich war an jenem verschweren Tag zugange. Eine Kameradin war dabei, sich in einen Sündenvertilger zu verwandeln und ich musste sie erlösen. Bis heute verfolgt mich der Anblick ihres bleichen Gesichts. Aber wenn dein Beispiel mich eines lehrt, dann, dass es immer Hoffnung gibt. Ich werde die Andenken ehren, indem ich meine Klinge wieder fest ergreife und sie gegen jene richte, die das Leben meiner Freunde bedrohen. Ich werde nicht verzagen. Es ist mir eine Freude, dich wiederzusehen, Kameradin. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, dass du für Operation Sandmann den Amaro bestiegst, um das Orakel des Lichts aus den Klauen Julmors zu befreien. Es ist schon merkwürdig. Vor kurzem waren die Soldaten Julmors noch unsere erbitterten Feinde. Doch seitdem ein frischer Wind in Kolusia weht, arbeiten wir mit ihnen Hand in Hand, um den Frieden zu bewahren. Eigentlich fehlt noch ein Kommandosoldat, aber
Ich bitte die Verspätung zu entschuldigen. Ich habe einen alten Herrn nach Klarschmelze begleitet und bin soeben erst zurückgekehrt. Deine Hilfsbereitschaft ist lobenswert, Soldat, aber es wird sich nicht... Aber wir sind nicht der freundliche Bürgerdienst von nebenan. Militärische Pünktlichkeit ist unabdingbar. Wie sieht es denn aus? Unser Ehrengast, die Kriegerin der Dunkelheit, hält uns womöglich noch für irgendeine abgehalfterte Heckenmiliz. Ich bin untröstlich. Es soll nicht wieder vorkommen. Ich heiße Tyler. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht mehr an mich, aber wir haben uns schon einmal in Spagirik getroffen. Ah. Bei einem Kampf mit den Sündenvertilgern hatte ich meinen besten Freund verloren. Ich hatte dich gebeten, den Kristallexzeichen von meinem Opfer zu berichten. Damals hatte ich ja keine Ahnung, dass du die Kriegerin der Dunkelheit bist. Ich erinnere mich, wie er zum Schluss, bevor er die Augen schloss, den Nachthimmel erblickte und sich über seine Schönheit freute. Seither habe ich mir sein Wort sehr zu Herzen genommen. Als das Licht die Welt überflutete, wirkte alles eintönig, fad und trostlos. Doch als sich nach und nach der Schleier lüftete, wurde ich all der Schönheit in der Welt gewahr. Das Leuchten des Kristallturms, wenn die ersten Sonnenstrahlen des Tages auf ihn fallen, das strahlende Blau des Himmels über den Wolken, wie Schiffe übers Meer ziehen und immer wieder aufs Neue die fantastischen Formen zaubern. Und der Nachthimmel erst, der schier unendliche Sternenmeer, das still am Himmelszelt glitzert und zum Träumen einlädt. Es ist einfach unbeschreiblich schön. Das war es, was ich so an ihm liebte. Seine Tagträume, seine Bewunderung für die Schönheit der Dinge, dieses Geschenk, das du ihm machtest, indem du uns den Himmel zurückgabst, werde ich nach Leibeskräften verteidigen. Solange ich Wache stehe, soll der Frieden bewahrt sein. Jetzt an deiner Seite zu stehen, ist mir die größte Ehre. Wow, das war meine Rede. Wie du siehst, sehen wir unseren Dienst nicht nur als bloßen Broterwerb. Wir erfüllen jeden Tag aufs Neue mit Herz und Seele unseren Auftrag. Es gilt natürlich auch für die Späher, die für uns den Sündenvertilger im Auge behalten. Sie werden sicherlich mindestens genauso erfreut sein, dich zu sehen, wie der Rest der Truppe. Ich glaube, wir haben genug Zeit vertrödelt. Begeben wir uns zum nördlichen Sammelpunkt und hören uns an, was unsere Späher zu berichten haben. Na, das klingt doch nach einem ausgezeichneten Auftrag für die nächste Folge. Let's Play Final Fantasy 14 mit dem Duftentyp, der Duftmieze und so weiter. Nicht vergessen, Daumen hoch, Glocke drücken, Abo dalassen, Kommentare schreiben, eure Freundin knuddeln, euren Freund knuddeln, jeden knuddeln. Na, obwohl, Moment, das sollte man ja gerade nicht. Verdammt. Ignoriert, was ich gesagt habe. Aber den Daumen und das Abo und die Glocke, das wäre trotzdem nett von euch. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao! Achso, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Dufter Typ verduftet erstmal.